Das war's für dich. Ab nach Hause. Juliane gehört der Joint zwar nicht, aber dennoch wird sie nach Hause geschickt. Klassenfahrt ade. Im Zug scheint sie einer Halluzination zu erliegen. Eine wunderschöne, weiß schimmernde Frau flüstert ihr zu. Du bist die Auserwählte, Juliane. Wir brauchen dich. Mehr, als du dir vorstellen kannst. Kaum später bringt ein Zauberspiegel sie in eine mittelalterliche Welt, die mit weiten Tälern und Wäldern friedlich erscheint. Noch bevor Juliane begreift, wie sie nach Coridon gelangen konnte, wird sie beinahe von schwarzen Todesreitern umgebracht. Freunde der Rebellen retten sie knapp und verstecken sie auf einem Bauernhof. Sie erfährt, dass Coridon seit langem von dem Schwarzmagier Klob unterjocht wird und es nur eine gibt, die die Welt retten kann. Die Auserwählte. Alle scheinen zu glauben, dass Juliane die Rettung ist. Allen voran der attraktive Kämpfer Aran, der als abtrünniger Todesreiter des Feindes mehr verbirgt, als gut für die kleine Gemeinschaft ist. Wird sich Juliane ihrem Schicksal stellen? Der Zauberspiegel. Ab Mai 2013 im Buxhaus Verlag als Taschenbuch, E-Book und Lese-App.